Wir sind ja auch frisch hier hingezogen, aus dem Ruhrgebiet hier nach Ostfriesland, fühlen uns sehr wohl. Und wir haben mal erfahren, dass es leider hier kein Halloween zu feiern gibt. Und haben gesagt, dann machen wir das hier direkt vor Ort. Und es ist eine riesengroße Resonanz. Und vor allem, wir freuen uns, wenn Kinder dabei sind und die können lächeln. Die kriegen auch abends, wenn sie da sind, auch ein paar Bonbons. Aber halt durch Corona ein bisschen mit Abstand. Sie sollen sich bedienen aus der Schatztruhe, die ich heute Abend erstmal rausstelle. Und wir sind ganz begeistert. Das Hobby haben wir schon seit 20 Jahren, mache ich das generell. Früher schon, wo ich im Sauerland noch wohnte. Und da bin ich durch einen Bekannten dran gekommen und habe ich gesagt, weißt du was, meine Kinder sind ganz klein, wir machen das jetzt auch. Und dann habe ich das alles mitgenommen, dann in den Ruhrpott und jetzt nach Ostfriesland. Manche gucken erschrocken oder bleiben im Auto sitzen, wenn sie mit den Eltern kommen. Und manche sagen dann, ja, ist ja noch gar nichts an. Ich sage dann auch, kommt am Abend, da ist alles beleuchtet und es gibt auch Gruselmusik. Die ganzen Holzkreuze für die Särge und die Bank, wo das Corona-Skelett drauf sitzt, habe ich neu gekauft, wurde lackiert und dann zersägt, damit es aussieht, wie es alt wäre. Es wird auch nächstes Jahr noch größer werden hier. Ich weite das aus, aufs ganze Grundstück. Aber soweit ist alles in Ordnung. Wir wollten ja auch das Halloween von Ruhrpott mit hier nach Ostfriesland bringen. Da habe ich gar keine Erklärung für. Grünkohl kann man ja nicht aushöhlen. Ich habe gesehen, der Mann grüne Haut hat und das fand ich schon ein bisschen gruselig. Am besten finde ich, dass da so eine Menschenhand liegt und ein Teil vom Menschenfuß, das finde ich am coolsten. Und dass da so ein Geist fliegt mit so einem Skelettkopf. Die Spinnenweben. Ja. Ich als Vampir. Cowboy. Weil Clowns gruselig sind und weil ich das gut malen kann. Ich habe mich auch als S verkleidet, weil S immer sehr gruselig ist und weil man da immer sehr kreativ werden kann. Besonders finde ich dieses Grab da cool, weil da so eine Hexe rausschaut. Als Vogelscheuche. Nee, gerade eben noch kurz so spontan überlegt. Ich finde das kleine Grab süß. Also hier war die Hölle los. Also die Resonanz ist so stark, damit haben wir nicht gerechnet. Also das war ja schlimmer wie auf der A31 hier der Verkehr. Und die Nachbarn sagten auch schon, das gibt's nicht sowas. Ja, und waren alle begeistert bis jetzt. Und die Kinder hoffentlich nehmen sich genug Süßigkeiten, sonst kann ich die alle mit nach Hause nehmen, selber essen.